Also das war definitiv schon mal das falsche Fenster. Es ist aber ganz schön eng. Deswegen, wir müssen McLaren anschließen für Strom. Wer Batterie hat, wer keine Batterie hat, vollgeladen ist oder nicht. Auch mit dem Carcover abdecken, abgedunkelten Rücklichter reden. Also das war definitiv schon mal das falsche Fenster, aber jetzt nochmal richtig. Hey Leute, was geht und willkommen zurück zu einem weiteren The Setting Crew Video. Servus Luis. Servus, hi. Alles gut bei dir? Ja, passt bei dir? Ja, passt, alles gut. Ich würde sagen, ich park mal schnell und dann starten wir das Video richtig. Wie bitte? Dein Auto ist zu laut, ich höre nichts. Was meinst du? Ja, muss man einfach sagen, man nennt mich auch den Park-Profi, logischerweise. In einem Schwung hier. Ne? Also, falls jemand parken lernen möchte irgendwo, gerne mich kontaktieren. Ich bin gerne Parklehrer. Es ist aber ganz schön eng. Also ich gebe dir eine 7 von 10 fürs Einparken. Keine Ahnung, was du nichts davon ist. Ne? Aber, ne? Ein Schwung. So ein kleiner Rev. Ah. Du gibst mir eine 7 fürs 10 fürs Einparken. 7 von 10, jawohl. Soll ich den Leuten mal erzählen, wie oft du gebraucht hast, dein Auto dahin zu stellen? Ja, das 7 steht von 10, super da. Er ist Parkprofi, guck dir das mal an hier. Den Abstand und guck mal, wie leicht man jetzt noch in AK45 reinkommt. Das stimmt natürlich. Ha? Ha? Da muss ich dir recht geben. Ein Schwung. Profi nennt man das auch. Na? Also, jetzt geht es erstmal darum, was machen wir eigentlich heute und warum sind wir in der Tiefgarage? Erstens, das Wetter ist leider wirklich sehr, sehr schlecht. Es regnet, es donnert, an manchen Orten hagelt es. Ja, und deswegen dachten wir euch, zeigen wir mal so, wie so ein Alltag bei uns abläuft, wenn wir uns um unsere Autos kümmern, denn das ist manchmal mehr Arbeit, als man denkt. Deswegen, wir müssen McLaren anschließen für Strom, Batterie hat, wer keine Batterie hat, vollgeladen ist oder nicht. Dem Carcover abdecken, gedunkelten Rücklichter reden. Der Luis wird mich die ganze Zeit so ein bisschen auf Stalker-Basis verfolgen. Jetzt renne ich weg. Da haben wir alle Schlüssel drin, denn als erstes schauen wir mal, wie viel, naja, wie der Batteriestand bei den McLarens ist. Ich hoffe, ich bin gerade nicht überbelichtet, weil das minimal ist schon sehr, sehr hell. Das heißt, wir müssen die McLaren-Schlüssel rausholen. Es sind gerade nicht alle da. Jetzt sehe ich 675, 720 und 620R. Der 765 steht noch am Laden. Den werden wir aber gleich abholen. Ist immer so eine Sache, die ganzen Schlüssel rauszuholen. Ist wirklich cool. Aber die McLaren-Schlüssel sind alle so ähnlich. Deswegen verwechselt man die echt gerne. Und dann hat man den falschen in der Hand. Dann muss man es nochmal machen. Und schlimme Probleme, oder? Ja, deswegen habe ich nur einen Schlüssel. Es ist viel praktischer. Damit hast du, also wird es so ein Universal Key geben für alle Autos, das wäre mega nice. Aber gut, als erstes, und ich habe den Schlüssel vergessen, seht ihr, da fängt das Problem nämlich an. Ich sehe drei McLarens, nehme drei Schlüssel raus, aber einer von denen steht jetzt ja gerade gar nicht da. Und der 600 LT ist zu Hause. Mit dem ist mein Vater gerade unterwegs ein bisschen. 675 Schlüssel brauchen wir natürlich auch noch. Und jetzt checken wir die Batterien, denn bei McLarens sind die Batterien immer so unfassbar schnell leer, dass man wirklich gefühlt das Auto an einem Tag abstellt und am nächsten Tag ist die Batterie einfach komplett tot. Deswegen müssen wir immer mal gucken, welches Auto Strom hat, welches keinen Strom hat und die dann anzuschließen, weil sonst hat man eine tote Batterie beim Auto und das ist wirklich etwas, was man nicht haben will. Wenn du jetzt einmal hierher kommst, bitte, dann müsste er jetzt eigentlich gleich anzeigen, wie viele Batterietage er übrig hat. So, 41 Tage parken noch. Dann müssen wir ihn in 3-4 Tagen auf jeden Fall anschließen. Sonst passiert da gar nichts mehr. Wenn der Batterieladestand kritisch ist und man mit dem Auto losfährt, öffnet sich das Fenster wegen der Tür. Also wie man es hier sieht, das Fenster ist ein bisschen unten. Und das bleibt dann auf der Höhe, bis wieder genug Strom drin ist. Das heißt,
Ja, wenn man das Problem hat und es regnet, dann wird man einfach mal komplett nass und du kriegst das Fenster auch nicht hoch. No chance. Gut, 27S. Der hat eigentlich ein ganz gutes Batterieleben, aber komm mal schnell nach hinten, weil jetzt sieht man gerade die Glory Hole. Wenn du hier durchguckst, es leuchtet rot. Da kann man so ein bisschen auf den Motor gucken, denn die Motorhaube kann man nicht wirklich aufmachen. Aber da sieht man ein bisschen was und optisch ist das schon sehr cool, ne? Finde ich schön, ja. Hat was. Dafür, dass sie da ein paar schicke LEDs reingemacht haben. Dann checken wir auch einmal schnell den Batteriestand hier. Wieder kurz warten. Jetzt kann man mal sehen, wie unterschiedlich die Innenräume sind. 27 ist schon wirklich sehr schön mit dem ganzen Gloss Carbon, dem P1 Sitzen. Man sieht das gar ganzen, nichts. Man sieht gar nichts. Es ist ein bisschen dunkel drin. Man sieht immer noch nichts. Batterie 33 Tage. Beim 27 heißt das, eine Woche kann er so etwas stehen, falls wir ihn nicht fahren sollten. Was wir aber definitiv noch machen werden. Deswegen werden wir den erstmal stehen lassen. Und eigentlich wollte ich ja mit dir Auto waschen gehen. Den waschen, weil er echt dreckig ist. Aber bei Regen ergibt das keinen Sinn. Und ich hoffe auch durch die ganzen Unwetter, die jetzt die letzten Tage waren, dass bei euch allen zu Hause alles gut ist, weil manche Sachen, die man so gesehen hat mit dem Hagel, waren echt brutal, ne? So viele Fensterscheiben kaputt, Autos kaputt und alles, also echt creepy. Aber dann gehen wir jetzt nochmal zum 675 LT. Okay, ich wirke jetzt echt hier wie so ein Trottel, ne? Weil ich den falschen Schlüssel die ganze Zeit raushol. Hä? So, jetzt machen wir nochmal hier. Also, wir können es ja so machen: ich nehme zwei McLarens, dann habt ihr zwei Schlüssel weniger. Nee. Glaube ich nicht. Der steht gerade hier wunderschön und sauber. Also wirklich sehr sauber, das Auto, ne? Ist schon krass. Sieht sehr schön sauber aus, ja. Muss ich sagen. Sieht man jetzt auch den schönen Satin-Effekt. Weil immer noch Leute schreiben, dass sie nicht wissen, was der Unterschied von Matt und Satin ist. Verstehst du den eigentlich? Ja, Satin glänzt mehr. Profi. Mhm. Dann schließen wir den hübschen auch einmal kurz auf. Hier geht auch noch die Tür im alten Style auf und dadurch ist der 675 einer der schwersten, um reinzukommen. Und dann können wir schon mal sehen, dass der Tank leer ist, was sehr gut ist. Ich habe das Auto leider geparkt, das heißt meine Schuld. Und links sieht man den Batteriestand und der ist gut. Der ist gut, 75% Batterie etwa. Und das ist das Krasse, das ist der älteste McLaren, den wir haben. Und der ist mit allem am besten. Qualität ist am besten, Batterie ist top. Den kannst du auch mal 3-4 Wochen theoretisch stehen lassen und da passiert nichts. Bei den anderen ist es also ein bisschen komplizierter. Gut, das heißt, die McLarens brauchen eigentlich alle gar keinen Strom. Das heißt, wir schließen auch keinen an, aber dann machen wir jetzt mal kurz einen Cut und springen zu der anderen Location, zum 765. Hup, tada, hier steht also 765 LT. Auch picobello sauber, muss man sagen. Den habe ich jetzt vor, wann habe ich den angeschlossen? Vor 2 Tagen, glaube ich. Das heißt, die Batterie müsste wieder voll sein. Alles natürlich mit dem C-Tech Trickle Charger, der hier sogar McLaren gebrandet ist. Und wie wir hier sehen können, Batterieladestand komplett voll. Sehr gut, ne? Das ist doch schön, ja. Ja, aber mit 765 geht das leider echt schnell mit der Batterie. Ist ein bisschen nervig. Ich bin gerade ein bisschen aus der Puste vom Hinlaufen. Das waren nur 5 Meter. Die 5 Meter? Anstrengend. Spaß beiseite. Bei McLarens muss man die Tür aufmachen, wenn man den Kofferraum gefühlt länger als 3 Sekunden aufhaben muss. Will. Weißt du warum? Wieso? Alarmanlage geht an. Aha. Das heißt, du gehst rein, schließt das Auto auf, machst den Kofferraum auf, hast den Kofferraum kurz offen und dann piept das Auto. Das verstehe ich nicht. Aber mal wieder hat sich bewiesen, A3 1998 ist einfach weniger Probleme. Ist ein gutes Auto, muss man einfach sagen. Du bist auch noch nie 765 mitgefahren, ne? Ach nicht, nee. Gut, dann nehme ich dich jetzt mal ein paar hundert Meter mit. Ja, das freut mich. Ein paar hundert ist gut. Eher ein paar fünf. Na, 40, 50 Meter? Ja, immerhin. Das ist ein guter Anfang. Möchtest du dich vielleicht nach hinten stellen für so einen kleinen Start? Ich filme einmal einen Cold Start, genau. Das dann, mache ich. Lass mich einmal schön einräuchern. Richtig. Thank you.
Das stinkt aber ganz schön, du. Ist auch kalt. Entspannt, ne? Also ja. Anschnallen müssen wir uns hier gerade nicht, da wir auf Private Property sind. Und hier kann auch wirklich nichts passieren. Das Auto ist wirklich sehr übersichtlich, muss man sagen. Und jetzt piept das natürlich wegen Anschnaller, aber es ist kein Ding. Und schön mich filmen, ne? Hier wegen Location und so, da müssen wir hier mal ein bisschen drauf achten. Nicht, dass einer von euch denkt, dass man hier einfach vorbeigehen kann. Hatten wir übrigens schon. War nicht so optimal, obwohl hier alles mit Gate und Security und PIN und Video überwacht ist. Manche Leute denken da ja wirklich, dass man einfach hier rumgehen kann und so ein bisschen mit den Autos rumspielt. Ja, und warum dann, das riecht ein bisschen verbrannt, ne? Das riecht ein bisschen unschön. Also das habe ich vorher noch nicht gerochen, so. So. Da musst du zugeben, das hast du gut gemacht. Ja, Profi, ne? So, wie du jetzt hier gleich aus dem Auto rauskommst. Mit diesen ganzen Assistant-Cameras und 360, da kann man auch nicht viel falsch machen. Wo ist hier eine Kamera? Also ich sehe da schon mal gar nichts. Ist gerade ausgegangen. Da fühlt sich wohl hier im Auto? Sehr wohl. Die Sitze sind geil. Mega, ne? Ja. Aber es sind die Touring. Ich glaube, die dafür sind wie gut von der Breite. Aber ich glaube, du bist da ein bisschen schmal für. Kann das sein? So von Quatsch, den Schultern? Ich bin so breit, dass da passt ich fast, ne, gar nicht rein. Ja. Da kann man gleich mal hier zeigen. Jetzt leuchtet nämlich hier die Glory Hole. Und die ist nämlich da hinter dem Käfig. Und dann haben wir da hinten noch die ganzen 6-Punkt-Gurte. Mega, ne? Das habt ihr echt schon cool gemacht. Ja, das Auto macht doch immer noch echt viel, viel Spaß. Aber der steht jetzt hier, das heißt, wir gehen jetzt mal auf die Mission, um das Carcover von dem Auto zu finden. Und ich bin mal gespannt, wie du hier rauskommst. Faceleak, nein, wo ist dein Helm? Wo ist dein Helm, ey? So, mach mal jetzt raus die Tür an den Gag-Kollektor. Na, mal gucken, 27 bist ja schon mitgefahren. Mal gucken, wie profimäßig du das jetzt hier hinkriegst. Boah, mutig, mit Geschwindigkeit. Erstmal so, ja, hey, egal, ob da ein 675 steht, was ist denn hier los? Ja, das ist dein Auto, dein Schaden. Egal, ohne Probleme. Profi. Und mich filmst du jetzt nämlich nicht beim Aussteigen, sonst haben wir beide Stress. Ah doch, komm, das wollen die Leute doch sehen. So, erstmal hier Training so hoch, dann dreht man sich und boah. Das war doch auch recht geschmeidig. Das Auto steht jetzt wieder hier. Und vor allem, wenn man den 27 daneben hat, sieht das schon krass aus. Da sieht der 27 echt ein bisschen aus wie so ein kleines Baby. Ein bisschen brav, ja. Sind das, ne? Der Arme. Und vor allem, du kannst ja, das kannst du jetzt ja mal berichten. Du warst jetzt ja das erste Mal mit uns on Tour. Genau, ja. Wir sind ja nach Berlin gefahren. Was hältst du vom Auto? 27, mega geil. Also wir sind, was waren das, 560 Kilometer um den Dreh rum? Ja. Konnte man mega entspannt fahren. Wäre sogar ohne Pause gegangen. Also, ja, also. Ist echt nice, hätte ich nicht gedacht. Und Beschleunigung? Ja, kann man machen. Das kann man machen. Macht recht angenehm. Nee, ist Hammer. Ist ja absolut krank. Kurz einmal 3,25 sind wir, glaube ich, gefahren. Sowas in den Dreh, ja. 3,25. Den Clip können wir eigentlich mal reinmachen. Können wir einblenden. Der Clip ist jetzt. Willst du was sagen? Das ist nicht meins. Das war schon da, als ich gekommen bin. Ah, ist das das neue Laserschwert? Ich glaube schon. Mega cool. Aber gut, hier ist unser schöner Tisch. Aus Carbon. Und davon nehmen wir jetzt mal nämlich den Schlüssel vom 620R, weil im 620R liegt ein Carcover. Aber kleiner Funfact, es gibt kein Carcover für das Auto. Schon, aber nur für das Auto ohne Roofscoop. Aus irgendeinem Grund kriegt man kein Carcover, wenn man den Roofscoop hat. Das heißt, man kauft das Auto, ein extremst limitiertes Auto. Die haben damals geplant, 320 Autos zu bauen. Es wurden aber nur 220 gebaut. Das heißt, es gibt wirklich wenige. Und dann gibt es trotzdem kein Carcover dazu. Aber hier liegt ein Carcover drin. Das ist aber definitiv nicht das Carcover für das Auto hier. Deswegen müssen wir mal kurz gucken, welches das ist. Meistens steht vorne dann drauf 675, 600 LT oder irgendwie sowas. Eieiei, ist das groß. Okay, das ist mit Grau. Eigentlich ist mit Grau 765. Aber es kann auch wirklich 600 LT sein. Danke fürs Helfen, ne? Ja, sehr gerne. Sympathisch. Nee, Spaß. So, hier vorne ist, glaube ich, irgendwas drauf. Hier steht McLaren. Aber welcher? Mega. Dann zeigen wir euch doch mal, was hier drin ist. Denn man bekommt ein paar Sachen mit. Als allererstes das Stückchen hier. Was ist das? Eine Abdeckung für irgendwas. Nein. Was denkst du? Ich habe keine Ahnung. Das Nummernschild halt da. Kann man eigentlich hier haben, dieses Stück Plastik, und dann macht man das Nummernschild fest, aber ich finde es so schöner.
Okay, hätte ich nicht gedacht. Ja, ne? Das kriegt man dazu. Aber es gibt viele kleine Boxen hier in dem Auto, die wir auch noch nie benutzt haben. Weil es ist ja eigentlich ein GT4-Fahrzeug, was umgebaut worden ist auf Straße. Also es kommt ja vom 570 GT4-Fahrzeug. Deswegen kriegt man auch sowas dazu. Wheelchocks. Die packst du hinter die Hinterreifen, wie zum Beispiel auch beim LKW, dass das Auto nicht wegrollt. Frage ich mich, um ehrlich zu sein, wofür. Denn das Auto hat natürlich auch eine Parkbremse. Aber weißt du, die packst du dann hinten an die Reifen und dann rollt er nicht. Für den Flex, warum nicht? Weird Flex. Das kriegt man auf jeden Fall noch dazu. Und dann sind da noch weitere kleine Boxen hier drin. Und hier steht Center Lock Nut Torque. Denn, wie man sieht beim 620R, ist es ja ein Schnellverschluss. Also alles ganz easy. Und den Aufsatz dafür hat jetzt zum Beispiel nicht jede Werkstatt oder so. Oder wenn man mal auf der Rennstrecke ist und das selber machen möchte, kriegt man das hier in so einer wunderschönen... Alter, ist das Ding schwer. Krass. Das ist für den Torque. Tighten Direction, also Lefty Loosey, Righty Tighty, ne? Das kann man dafür auf jeden Fall benutzen. Willst du mal in die Hand nehmen? Das ist so schwer. Ja, damit. Das treiben wir die ganze Zeit rum. Kein Wunder, weniger Boah. Leistung. Das ist heavy, ne? Das macht bestimmt eine Zehntelsekunde aus. Aber guck mal, wie schön das gemacht ist. Das sieht echt schön aus. Einfach ja. Für so ein Torque-Teil. Echt nice. Ah, da war ja noch das zweite. Das ist dann, glaube ich, der Hauptteil, weil ich frage mich gerade. Aber wir haben Reifen bei dem Auto, mussten wir noch nicht wechseln. Und auch noch nicht nachziehen. Ob man das hier abdreht, muss man ja eigentlich. Weil sonst kann man ja nichts festmachen. Ring Removal Tool. Das ist der Ring, wo ich gerade meinte, dass man den wahrscheinlich abmachen kann. Haben wir hier auch wieder wunderschön verpackt. Also muss man den lassen. Gut verpackt haben die das. Alles in diesen blauen Plastikbeuteln. Ah ja, okay. Wie gesagt, ich bin mit sowas echt nicht der Beste. Sieht auch sehr schön aus. Wieder sehr schwer. Also fürs Leistungsgewicht nicht gerade optimal. Aber wo du da gerade stehst, kannst du eigentlich noch mal ein Stückchen näher kommen, wenn du möchtest. Eigentlich möchte ich das nicht. Ich habe Angst vor dir. Hätte ich auch. Hier bei der Motorhaube, also beim Kofferraumdeckel, könnt ihr ja sehen, dass man hier die Lufteinlässe hat, die runtergehen, ne? Die hier durchlaufen. Was optisch echt cool ist und mit Sicherheit auch für Downforce und so mega toll ist. Aber wenn man das Auto wäscht und das Auto nass ist, läuft hier ja logischerweise Wasser rein, also hier durch, ne? Manchmal hat man dann ein paar Tropfen im Kofferraum, das ist nicht das Problem. Aber wenn man dann losfährt und schneller fährt als 30, fliegt von unten einfach das ganze Wasser wieder aus dem Auto. Was haben wir noch? Wir haben noch einen Feuerlöscher. Immer praktisch. Braucht man ja mal, just in case. Ey, das haben wir hier. Das ist ja mal gratis Werbung für Vodafone. Das sind Vodafone-Karten. Nice. Fürs Handy. Bist du gerade gegen die Wand gelaufen? Nein. Das war lustig. Dann haben wir hier noch diese Dinge. Die sehen eigentlich ganz cool aus. Ich denke mal, hier ist Werkzeug drin und vielleicht Erste-Hilfe-Kit. Okay, jetzt einmal Erste-Hilfe. Das hat er auf jeden Fall auch dabei. Dann haben wir noch das Handbuch, wo man alles so über das Infotainment lesen kann und über das Auto. Und dann haben wir hier noch Werkzeuge. Ah nee, das sind keine Werkzeuge. Ach, das ist Tire Fit. So. Falls man mal ein Problem hat mit dem Reifen, kriegt man das auch mit. Schon krass, was da alles mitkommt. Schon ne? Gut ausgestattet, ja. Da kommt schon ein bisschen was zusammen. Aber wir haben das Ding da drin, das sieht ein bisschen cooler aus, finde ich. Ja, das ist schon absolut. Nice. Gut, wir räumen das jetzt aber alles mal wieder ins Auto rein. Und dann geht's auch schon weiter. Viel Spaß. Mit welchem Auto geht's weiter? Mit dem 675 natürlich. LT. Und? Hübsches Teil. Ich sag LT und du sagst nicht mal Spider. Ach so, Verzeihung, hätte ich das sagen müssen. Ja, das ist LT 6, Spider. 675. Der Name ist länger als das Auto. Damit hast du definitiv recht. Aber jetzt kommen wir. Seht ihr? Tür ist zu und das piept wie nichts anderes. Das ist ganz schön laut. Komisch, ne? Das heißt, wir müssen jetzt auch hier erstmal wieder kurz eine Tür aufmachen. Mit diesem wunderschönen Orange. Und dann können wir nämlich jetzt ohne Probleme den Kofferraum öffnen. Und jetzt piepst das nicht. Hier müssen wir jetzt ein Carcover drüber ziehen. Dadurch wird das hier ein bisschen staubig. Aber das Coole ist beim 675,
ist das ein matchendes Carcover. Die Pinstripes hier sind das gleiche Orange wie im Auto drin. Das ist cool, ne? Das ist schön, ja. Schönes Detail. Sehr sympathisch. Wie fühlt sich vor der Kamera? Vor der Kamera? Eigentlich ganz gut. Ganz gut? Das ist krass. Weil ja, und wenn es mir nachher nicht taugt, dann kann es einfach wieder rausschneiden. So einfach. Viele Leute sind ja, okay, das ist vorne. Viele Leute sind ja immer sehr nervös vor der Kamera, war ich am Anfang auch. Mhm. Weil irgendwie ist es komisch, weil am Ende reden wir jetzt hier so mit ein paar tausend Leuten. Ja. Aber wenn wir euch jetzt so angucken, sehen wir ja nur so ein Ding. Das Ende einmal. Das ziehen wir jetzt erstmal rüber. Keine Sorge, der Boden ist hier sauber genug. So. Ey, zu zweit geht das viel einfacher. Das ist diese geil. Okay, perfekt. Hier hinten ist. Oh, das ist aber groß. Achso, okay, vorne ist so viel. Machen wir erstmal um die Öhrchen. Um die Öhrchen ist am wichtigsten um die Spiegel. Das ist voll süß. Ja, ne? Sauber. Das sieht doch gut aus. Ich glaube, das ist fast ein bisschen eng, wenn der offen ist. Ich glaube, man muss ihn abgeschlossen haben. Ja, passt. Sag mal, dann ziehen wir das jetzt vorne hier noch runter und über den Splitter schön. Oh. Wunderschön. Also, oh, das ging aber. Oh, das sieht geil aus. Noch, das sieht gut aus. Hier müssen wir noch ein bisschen an der Seite runterzipfeln. Ah, sieht gut aus, ne? Ja, hat was. Ich finde das halt cool mit dem orangen Layout, weil man sieht halt so ein bisschen die Form vom Auto. Mhm. Hier vom Radkasten hoch übers Dach. Sehr schön. Aber es gibt noch ein Thema, was wir besprechen wollten. Ne? Noch eins. Was war denn das? Müssen wir mal in die Richtung. Gut, das nächste Thema ist, dass ihr uns ja immer oft fragt, wie machen wir das mit den schwarzen Rücklichtern? Also, in Südfrankreich ist das vollkommen legal und wir sind ja eigentlich die meiste Zeit in Südfrankreich unterwegs gewesen. Aber da wir jetzt ein bisschen mehr in Deutschland sind, haben wir uns entschieden, weil wir auch wirklich keinen Stress haben wollen. Und in irgendeiner Hinsicht sind ja vielleicht auch unsere Sachen für manche Leute, ja, also Inspiration, wie man das Auto selbst designen kann. Und da möchten wir nicht mit dran schuld sein, wenn jemand Probleme kriegt wegen solchen Rücklichtern. Deswegen haben wir uns jetzt entschieden, wie man jetzt hier schon beim GTR sehen kann, die Rückleuchten wieder abzuziehen. Bei uns war das ja wirklich nur Folie und jetzt bist du gerade gegen den G gelaufen. Ja. Ey, erst die Wand und dann der G. Nicht schlecht. Und jetzt habe ich keinen Gimbal mehr, jetzt habe ich aber das Ruckeln wahrscheinlich gesehen. Das tut mir das leid. Das ist aber kein Problem, das geht. Wie gesagt, jetzt ist hier wieder das normale Rücklicht. Muss ich aber auch wirklich sagen, es sieht nicht schlecht aus. Aber es sind halt auch diese durchsichtigen, weil man kann auch die in Vollrot haben oder halt diese leichten gesmokten von Mercedes. Und das hat der GTR, dadurch sieht es viel, viel besser aus. Und ja, die Zeit der schwarzen Rückleuchten kommt zu einem Ende. Wenn wir wieder nach Südfrankreich fahren, heißt das nicht, dass wir die nicht wieder folieren. Aber für Deutschland macht das erstmal so am meisten Sinn, weil man möchte dafür aufgehalten werden. Es ist zwar jetzt keine schlimme Strafe, es sind etwa 25 Euro, als ich gegoogelt habe, falls man damit angehalten wird. Kein Punkt oder irgendwie sowas. Das kann man schon verkraften, aber immer 25 Euro oder so dafür zu bezahlen, auch nicht so cool, aber Touch on GTR. Bei uns ist noch nichts passiert. Aber bevor was passiert, machen wir es lieber. Weil hier beim GT63 kann man sehen, das ist noch matt. Aber eine Sache ist auch, die oft Leute nicht verstehen. Durch diese Folie ist keine Leuchtkraft weg. Die Lichter sind genauso hell wie vorher, kann man sich fast gar nicht vorstellen. Aber ist wirklich so, wenn ich hier, glaube ich, noch den Schlüssel in der Hosentasche habe und das Auto aufschließe, könnt ihr sehen, wie grell das ist. Also das ist wirklich null Unterschied zu normal. Siehst du, das Tagfahrlicht ist genauso gut zu erkennen wie vorher. Ja, absolut. Das reflektiert sogar hier hinten an die Wand. Und man hat halt nur dieses geile Outline. Das sieht halt so aus, als wäre es ein bisschen 3D. Schon cooler. A45 werden die auch noch abgezogen. Beim Wraith sind die schon ab. Oh. Und beim Wraith finde ich die aber viel zu rot, die normalen. Das ist schon sehr, sehr rot. Schon sehr, ja. So ein bisschen clownmäßig. Aber ja, gehört da dazu, muss. Vielleicht steht ja bald auch noch was anderes von Rolls-Royce daneben, wer weiß. Performante haben wir immer. Das ist eigentlich wirklich so das Auto, wo wir nie drüber nachgedacht haben, irgendwas zu verändern. Er ist einfach perfekt, so wie er ist. Und er hat nämlich auch so schöne wie der GTR. Durchsichtig und dann nur ein bisschen rot, das sieht cool aus. Beim SVJ sind sie schwarz, wie man hier sehen kann. Aber beim SVJ fällt es wirklich nicht auf.
Da werden wir die aber wahrscheinlich auch abziehen. Nur der Nachteil beim SVJ oder allgemein Aventador, die Rücklichter sehen mittlerweile echt ein bisschen alt aus. Und es ist schade für das Design. Und bei so einem Batmobile sieht das einfach cool aus. Aber ja, das ist der Grund, warum wir jetzt bei ganzen Autos überall die Rücklichter wieder in Originalfarbe machen. Also mein Lieben, das ist jetzt auch schon das Ende vom heutigen Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Hattest du Spaß? Ja, sehr viel. Vielen Dank, dass du mit mir gefilmt hast wieder. War eine große Ehre für mich. Sehr gerne. Möchtest du den Leuten mal sagen, was die jetzt machen sollen beim Video? Okay, also es geht los mit abonnieren, Daumen hoch geben. Falsche Reihenfolge, sorry. Egal. Abonnieren, Daumen hoch, richtig? Glocke drücken, richtig? Instagram folgen, überall richtig? Anders folgen und kommentieren. Und das Video noch teilen, das wäre auch noch ganz cool. Aber das wäre sonst, glaube ich, alles. Von dem her, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.